Genau, also Nadja ist daran vorbeigeschwemmt, Gott sei Dank. Aber es passiert leider nicht bei allen. Ein paar kommt der Täter an die Person an, es kommt zu einer Vergewaltigung. Und dann kommen die Damen amix zu dir. Mhm. Wie sieht so etwas aus, wenn sie zu dir kommen? Was machst du? Ja. Also wie du auch schon gesagt hast, es gibt nicht so die klassische Situation oder auch nicht jetzt die klassische Frau, das klassische Opfer. Was ich einfach finde, was bei allen recht auffällig ist, ist so das Schlimme oder das Nicht-Wissen, was ist mir genau passiert, das irgendwie auszuhalten und so ein bisschen die Fantasien, das kann auch mega belastend sein. So. Und oftmals merkt man es einfach so an körperlichen Symptomen, also ganz krass gesagt, man macht irgendwie auf und man ist verletzt, man blutet, man hat Unterleibsschmerzen und dann ist einem klar, hey, das muss irgendetwas, ich muss irgendetwas mich penetriert haben und was, wie, wo genau und so. Das finde ich wirklich oft mega schwierig für die Frauen zum aushalten, das nicht genau wissen und es vielleicht auch nie genau wissen, weil der Einzige, der das könnte sagen, ist der Täter und ob das der je macht, das ist dahingestellt, oder? Aber wie das abläuft, wenn die Frauen zu mir kommen, ich versuche wirklich mit den Frauen zu schauen, okay, was hilft ihnen jetzt am meisten in dieser schlimmen Situation, was möchten sie? Möchten sie zu der Polizei gehen? Vielleicht sind sie schon gewesen, vielleicht auch nicht. Möchten sie, dass eine Strafuntersuchung gemacht wird? Was kann ihnen wieder so ein bisschen Halt und Sicherheit geben? Das Umfeld ist mega wichtig. Ganz klar halt auch die gesundheitlichen Sachen. Meistens ist ja dann so eine Vergewaltigung ist das dann ungeschützt oder man weiß das halt auch nicht, hat er ein Kondom gebraucht oder nicht, dann muss man allenfalls halt HIV-Medikamente nehmen. So, ja, ich versuche wirklich abzuholen, was ist für die Frau jetzt gerade so am dringendsten oder was braucht sie jetzt am meisten und versuche sie dann dort zu unterstützen. Und eben, viele Frauen sagen mir, eben das Nicht-Wissen, das ist sehr belastend. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die sagen, ich bin eigentlich noch froh, dass ich es gar nicht weiss. Das gibt es auch, wo wir sagen, hey, zum Glück weiss ich es nicht. Es ist einfach, das Unterbewusstsein speichert so etwas gleich. Oder auch wenn man es vielleicht nicht abrufen kann. Der Körper weiss es, sage ich jetzt mal. Irgendwo ist das da und es kann auch sein, dass dann wieder so Fetzen kommen, so Flashbacks. Mhm. Wir haben einen weiteren Kommentar, und zwar von Unbekannt. Und er sagt, sind auch Männer von K.O.-Tropfen betroffen? Ja, das gibt es auf jeden Fall auch. Habe ich jetzt von meinem beruflichen Kontext nicht damit zu tun, aber ich habe auch schon von dem gehört, ganz klar, es gibt es auch. Ist seltener, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.